Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Pokémon Let's Go Pikachu weiter. Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen, wie nochmal der Spieltitel war, aber ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Pokémon Let's Go Pikachu. Okay, Pikachu geht auch tatsächlich mit uns, zusammen mit unserem kleinen knuffigen Bisasam, das total glücklich ist, dass es außerhalb seines Pokéballs rumlaufen darf. Bisasam ist voller Energie. Beziehungsweise ist es wirklich total glücklich? Als Pokémon ist so ein bisschen für und wider. Im Pokéball ist man natürlich so ein bisschen eingesperrt, aber der Vorteil ist natürlich, man kann sich rumtragen lassen. Und wir alle kennen das von klein auf, ist schon ganz cool, wenn man sich rumtragen lassen kann. Viele ziehen diese Phase, zögern diese Phase als Kind ja extra irgendwie extrem lange hinaus und lassen sich von ihren Eltern noch bis ins 10. Lebensjahr oder so herumtragen, wenn es irgendwie geht. Ja, kann man vielleicht machen. In dem Moment haben wir damit aber vor allem auch gar nichts mehr zu tun, denn wir sind 10 Jahre alt und bereisen jetzt die gesamte Welt zusammen mit unseren Pokémon. Wir sind mittlerweile in Marmoria City angelangt. Und Marmoria City ist eine tolle Stadt. Für die meisten Leute hier in Marmoria City ist das Training von Pokémon nur ein Hobby, so wie für die Käfersammler. Aber Arenaleiter Rocco ist da ganz anders. Ja, und eben den wollen wir eigentlich bei Zeit mal treffen. Mit Geld sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal macht es auch Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokebälle zu kaufen. Ja. Okay. Ja, gut. Manchmal macht es auch einfach Spaß, sein ganzes Hab und Gut auf den Kopf zu hauen. Komm, auf nach Las Vegas. Nidoran, sitz! Aha. Nido! Ja? Nidoran, sitz! Okay, das macht er jetzt den ganzen Tag, ja. Und das Nidoran senkt sich so, mein Gott, halt doch mal die Klappe. Ich sitz doch schon die ganze Zeit. Quasi, ich stehe auf meinen 4 Beinen. Was willst du denn in dem Moment noch? So. Wir haben unser Pokémon per Tausch erhalten und kommen nur schwer mit ihm zurecht. Es kommt beim Training zwar recht schnell voran, doch schwachen Trainern gehorcht es nicht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Tja. Okay, die Problematik gibt's also weiterhin. Interessant. Hey Bisasam, komm mit. Komm mit. Ja. Bababababab. Ich will nicht, dass du bei diesen schwachen Trainern bleibst. Bei diesen schwachen Menschen, bei diesen schwachen Leuten. Du sollst doch zu mir gehören, hier in dieser Stadt. Marmoria City, die steingraue Stadt. Oh, da hinten ist ein Kleinstein. Oh, ein Raupi. Rau. Oh, du bist ja süß. Hast du eine Ahnung, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Lockparfüm, um wilde Pokémon zu meinen Blumen zu locken. Okay. Weißt du, was ich hier mache? Ja. Gut, ich schufte hier nämlich ganz schön. Die Arbeit will heute einfach kein Ende nehmen. Okay, es wäre so lustig, wenn er jetzt was... Sagt er was anderes? Nein. Ich versprühe Schutz, um wilde Pokémon von meinen Blumen fernzuhalten. Okay. Leute, nur so ein kleiner Tipp. Ich glaube, ihr solltet mal miteinander reden. Das könnte von Vorteil sein in jedweder Beziehung. Aber gut, okay. Wenn jeder was anderes will, ist eine schwierige Sache. Hier hängt eine Mitteilung. Diebe haben wertvolle Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten. Polizei von Marmoria City, natürlich. Blups? Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Rocco ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderern. Komm mit! Wusch, 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 wusch. Hä? Teleportation. Wenn du genug Mumm hast, dann versuch dich an Rocco. Tschüss. Okay, cool. Ich wollte gar nicht herteleportiert werden, aber ist gut. Ich will mir die Stadt doch in meinem Tempo angucken. Das könnt ihr mir nicht vorschreiben, was ich jetzt zu tun und zu lassen habe. Das geht überhaupt rein gar nicht. So, wir waren hier. Hallo Kleinstein. Klein. Groß. Stein. Ja, so schön kühl. Es ist echt ein Segen, dass Marmoria City im Schatten eines Berges liegt. Hier ist es immer so angenehm frisch. Ja, ja, total frisch. Wenn er es sagt, dann wird es stimmen. Ich merke davon nichts. Ein zwielichtiger Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Er ist total schwach. Und das, obwohl ich ganze 500 Pokédollar dafür hingeblättert habe. Naja, 500 Pokédollar sind jetzt auch nicht die Welt, ne? Trainiert man seine Pokémon eifrig, können sogar schwache Pokémon für Überraschungen gut sein.
Habt ihr euch miteinander abgesprochen? Das scheint mir irgendwie dubios. Herzlich willkommen. Womit kann ich behilflich sein? Ich will kaufen. Pokebälle. Achso, nee, Moment, hä? Pokebälle kosten nur 100 Pokedollar? Ich dachte, die kosten 300. Haben die früher 300 gekostet? Haben die schon immer 100 gekostet? Dann habe ich beim letzten Mal bestimmt irgendwas falsch gesagt. Wie so viel und wie so oft. Ich sag immer wieder falsche Dinge. Naja. So, ich kaufe mal 20. Bam. Was wir haben, das haben wir. Und du bekommst als Bonus noch 2 Premierbälle dazu. Cool. Und dann Tränke. Ja, nochmal 2. Vorsichtshalber. Wobei eigentlich sowas wie Gegengift oder so viel geiler wäre. Oh oh. Mein ganzes Geld ist dahin. Das ist nicht gut. Okay. So Leute, wir müssen Geld verdienen. Papa ist jetzt eine arme Sau. Und das können wir so nicht stehen lassen. Hallo Mädchen. Mein Flatty findet immer tolle Sachen für mich. Du hast ein Smetbo Flatty genannt? Ja, voll cool. Hihi. Wenn ich mit ihm spazieren gehe. Smet, erlöse mich von meinem Namen. Ich bin kein Flatty. Was ist los? Was ist los, Bisasam? Hey, wo? Wo? Pompadour. Bisasam hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Du hältst eine Nana-Beere. Danke, Bisasam. Du bist das beste Bisasam der Welt. Wie so ein Drogenspürhund oder so. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn du sie mit dem Pokéball genau in der Mitte triffst. Trotzdem gibt's keine Erfolgsgarantie. Alles total random. Okay. Mit wachsender Erfahrung erlernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen allerdings nur mit TMs beibringen. Ja. Cool. Wissen wir. Quasi. Oh, ein cooles Pipi-Poster. Ansonsten ist ja auch relativ wenig zu untersuchen. Verdammt. Dabei sieht das doch alles so hübsch aus. Ich will alles untersuchen und unter die Lupe nehmen. Und ich will alle Bewohner beklauen. So mit Geld und so. Ihr wisst schon. So wie in jedem Rollenspiel. Verdammt normal. Man macht die Schublade auf. Man findet 500 Gold. Zack, man nimmt es einfach mit. Der Bewohner steht noch dumm daneben. Grinst einen die ganze Zeit an. Rollenspiellogik halt. Ich will das auch hier. Marmoria City Wissenschaftsmuseum. Das Wissenschaftsmuseum. Hier wischen wir ganz besonders gründlich. Okay. Was geht hier im Museum? Aha. Hi, kann ich mit dir reden? Hey, dreh mir dich den Rücken zu. Wie unfreundlich ist das denn? Oh, ein Aerodactyl. Oh, geil. Ihr habt hier ein Aerodactyl? Willkommen. Für Kinder beträgt der Eintritt 50 Pokédollar. Möchtest du die Ausstellung ansehen? Ich muss hier Geld latzen. Na gut. Alles klar, das macht 50 Pokédollar. Vielen Dank, viel Vergnügen. Tun wir mal was für unsere Bildung. Boah, geil. Kabutops Fossil. Das ist ein seltenes urzeitliches Pokémon Fossil. Kabutops sieht einfach so cool aus. Oh, ich liebe es. Hier sind verschiedene Fossilien aufgereiht, die am Mondberg gefunden wurden. Oh, das ist ein echtes urzeitliches Pokémon. Halt Fehlanzeige, es ist doch nur ein Replikat. Ja, das hätte mich auch sehr traurig gestimmt, offen gesagt, wenn das echt gewesen wäre. Ich bin ja so dankbar, dass ich die Knochen einer solch majestätischen Kreatur, Entschuldigung, mit eigenen Augen sehen darf. Ja. Aerodactyl-Fossil. Das ist ein seltenes urzeitliches Pokémon-Fossil. Aber... Also, dass Aerodactyl so groß ist, lasse ich mir gefallen. Aber wenn es so groß wäre wie dieses Fossil hier, ne? Dann wäre das aber ein riesiger Oschi. Guckt euch mal den Schädel im Vergleich an. Also, das Fossil lässt irgendwie auf was viel Größeres schließen. Freue ich mich schon drauf. Mit meinem 5 Meter Aerodactyl hinter mir her. Also, das wird wahnsinnig cool. In der Ausstellung für diesen Monat dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Njo. Ne, das war Formel 1, aber auch egal. Meteorit vom Mondberg. Es handelt sich vermutlich um einen Mondstein. Das ist ein Mondstein? Okay, da freue ich mich auch schon drauf. Es würde auch mit einem kleinen Mondstein funktionieren, oder? Oder Pikachu, was sagst du? Oder muss ich so einen riesen Mondstein in meinen Rucksack packen? Und wenn ich dann Pummeluff habe, dann sage ich, komm Pummeluff, iss den Mondstein.
Stopf. Funktioniert doch so, oder? Ich glaube. Ein Mondstein. Ich frag mich, was darin so besonders sein soll. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Tja, das sagst du jetzt. Aber wenn hier so ein fetter Mondstein ist, mal davon abgesehen. Wenn ich irgendwelche Pokémon entwickeln will, warum komme ich nicht einfach hierher und... Warum verbrauchen sich Elementsteine eigentlich? Das war zumindest in der Vergangenheit immer so. Wenn sich Elementsteine verbrauchen, wenn man Pokémon entwickeln will. Pikachu zu Raichu. Man setzt einen Donnerstein ein. Donnerstein war danach weg. Was hat Pikachu mit dem Donnerstein gemacht? Hat Pikachu den Donnerstein wirklich gefressen? Oder ist es so, dass der Stein seinen Zauberkraft verliert, sobald er einmal ein Pokémon entwickelt hat? Ich finde das ein bisschen seltsam. Dreidimensionales Hologramm. Es trägt den Namen Weltraumkarte. Okay. Ich hätte gern ein Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Fängst du mir eins, Papa? Bitte. Warum nennst du mich Papa? Ja, ja, ein Pikachu. Ja, ja. Was heißt hier? Ja, ja. Ja, ja, heißt Leck. Ich besorg dir eins, versprochen. Natürlich. Papa ist der Größte. Meteoritenstücke. Du linst durch das Mikroskop. Was für schöne Kristalle. Hooray. Hier ist nix. Hier ist nix. Raumfähre. Boah. Damals setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond. Und nun, viele Jahrzehnte später, steht als nächstes Ziel der weiter entfernte rote Planet an. Ach ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn es Neues zum Thema Weltraum gibt. Ich mich auch, aber nur wenn es Sachen sind, die ich auch tatsächlich begreife. Was nicht viel ist. Die Entstehung des Weltalls. Soll es der Urknall sein? Wahrscheinlich. Urknall geht los und dann... Es dehnt sich aus, es wird ganz viel Zeug und da ist die Erde. Bam, Wissenschaft. Ha. Wofür gibt es eigentlich Wissenschaftler? Ist alles total simpel und einfach. Ja. Du, das war ein cooles Museum. Aber war es 50 Poké-Dollar wert? Ich weiß ja nicht. Also wirklich, Fleckmon, wieso musst du nur immer so störrisch sein? Oh, hallo. Entschuldige, aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ja. Ja. Es ist so. Eigentlich hatte ich einen Besuch im Marmoria-Museum geplant. Aber nun hat mein Fleckmon hier beschlossen, sich nicht mehr vom Fleck zu bewegen. Fleck. Könntest du vielleicht hier bleiben und auf mein Fleckmon aufpassen, bis ich wiederkomme? Es dauert auch bestimmt nicht lange. Klar. Danke, das ist sehr freundlich von dir. Dann lasse ich euch beide mal ein Weilchen allein, ja? Okay. Deine Route sieht aber ziemlich schmackhaft aus. Fleckmon starrt ausdruckslos vor sich hin. Du hast erfolgreich zusammen mit Fleckmon gefaulenzt. Aha. Ich weiß gerade nicht, was ich schlimmer finde. Das Fleckmon, das absolut seelenlos ins Leere starrt. Oder meine Wenigkeit, der irgendwie die ganze Zeit Fleckmons Hintern anstarrt. Zusammen mit Pikachu. Ist nicht gut. Ja. Und dazu jetzt noch diese quasi Schwarzblende, diese Kamerawegfahrt und dann nur dieses freudige Geräusch von Fleckmon. Was ist da passiert, als die Kamera jetzt weggeschwenkt ist? Wahrscheinlich habe ich wirklich in seinen Schwanz gebissen. Wahrscheinlich. Fleckmon-Routen sollen echt schmackhaft sein. Hey, was soll ich tun? Danke, dass du so gut auf mein liebes Fleckmon aufgepasst hast. Hier, das ist für dich. Du hältst eine Riesenperle von der Frau. Wow. Komm doch mal wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Ja, und dann? Komm doch mal wieder vorbei. Fleckmon. Okay. Lapdapdap. Vielleicht auch, hat auch mein Bisasamen in seinen Schwanz reingebissen. So richtig schön am... Naja, okay, an der Route genuckelt. Da hängt jetzt überall Sabbat dran. Ich lasse es. Es wird nicht besser, je mehr ich davon erzähle. Wusstest du, dass Pipi angeblich vom Mond stammen sollen? Nee. Die ersten Pipi wurden wohl gesichtet, nachdem Mondsteine auf dem Mondberg gefallen sind. Okay. Coole Sache. Ja, Pokémon stammen eigentlich aus dem Weltraum, ist klar. Pokémon Arena von Marmoria City. Arenaleiter Rocco, der steinharte Pokémon-Trainer. Hier ist ein Item. Hier ist ein Item. Ich will zuerst das Item. Wie ging denn das nochmal? Da müsste doch irgendwo... Also entweder brauche ich Zerschneider dafür. Oder, wenn ich ganz viel Glück habe, dann ist hier einfach nur irgendwo...
Ein verdammtes Loch im Zaun. Achso, ja, oder ich kann einfach durch die Büsche gehen. Du findest eine Kapsel X-Abwehr. Mhm. Ist hier noch was? Vielleicht. Man kann ja mal gucken, man kann ja mal alles untersuchen. Nein, nein, überhaupt nicht. Warum ist die Arena so dusselig eingesperrt? Warum haben sie hier den Weg nicht weitergezogen? Das ergibt alles keinen Sinn, aber egal. Lapadapadap. Ja, okay, Rocco? Machen wir den? Ich glaube, wir machen den, oder? Aber nicht unbedingt mit Habitak. Das erscheint mir wie eine wenig kluge Idee. Habitak, du wirst mal ausgetauscht. Wir nehmen mal Bisasam, komm. Oder? Bisasam oder Nidoran? Vielleicht auch Nidoran. Vielleicht darf Nidoran sich heute beweisen. Ja. Bisasam und Pikachu, die sind das Backup-Team. Aber Nidoran, der darf sich heute mal die Hörner abstoßen. Oh, wow. Wow. Warum sehen die Arena so geil aus? Okay, aber warum sehen die Protagonisten alle wie Zombies aus? Howdy, du willst in der Arena kämpfen, nehme ich an. Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arenaleiter zu besiegen. Also, pass auf. In der Arena von Marmoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arenaleiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht zu überfordern, setzen wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen den Arenaleiter antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon vom Typ Pflanze oder vom Typ Wasser zeigen. Ja, Pflanze halt, Bisasam. Wunderprächtig! Ist er mit Professor Eich verwandt? Mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena von Marmoria City versuchen. Immer hereinspaziert und lass dich nicht unterkriegen, zukünftiger Champ. Hätte ich schon irgendwo ein Wasser-Pokémon ergattern können? Irgendwie nicht, ne? Wo hätte ich denn jetzt ein Wasser-Pokémon auftreiben sollen? Pokémon Arena von Marmoria City, Arenaleiter Rocco. Anerkannte Trainer Trizer. Trizer war hier. Soll ich dir ein bisschen was beibringen, bevor du dich dem Arenaleiter stellst? Ja. Alles klar, dann kann's losgehen. Das Pokémon an der Spitze deiner Teamliste kämpft als erstes. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, ja, probier es aus. Okay, perfekter Tipp. So. Dup-di-dup. Dup-di-dup. Nein, komm. Wir machen hier. Wenn schon, denn schon. Willkommen in der Arena von Marmoria City. Du wirst hier Trainern begegnen, die etwas zäher sind als deine bisherigen Gegner. Naja, das werden wir ja mal sehen, ne? Aber wir legen jetzt los. Picknickerin Jeannette fordert dich heraus. Ist wirklich eine Picknickerin oder nicht eher eine Pfadfinderin? Egal. Kleinstein, okay. Los, Nidoran! Was? Ein Nidoran? Ein Gift-Pokémon? Haha, du hast ja absolut keine Ahnung, was du da tust. Doch habe ich, denn Nidoran beherrscht den Doppelkick. Bam! Los! Na gut, Kleinstein ist steinhart, aber ist egal. Nidoran hat auch was auf dem Kasten. Und vor allem Kleinstein ist nur Level 7. Also, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, was das Level angeht. Ob ich tatsächlich hier hinkommen würde oder nicht. Ich meine, Rockos Pokémon werden ein höheres Level haben, ne? Aber trotzdem, ich glaube, das sollte funktionieren. Dup-dup-dup. Oh, Radfratz reicht Level 10? Du bist eindeutig zäher als alle meine bisherigen Gegner. Na, sowas aber auch. Dup-dup-dup. Das hier ist deine erste Arena? Man sieht es dir zwar nicht an, aber du hast jede Menge Mumm. Yay, ich hab Mumm. Und ich erschrecke dich von hinten, buh. Stehen geblieben. Es dauert noch Lichtjahre, bis ein Kind wie du gegen Rocco antreten kann. Ernsthaft? Wieder derselbe Gag? Wie schon damals? Camper Georg fordert dich heraus. Welchen Gag meine ich wohl? Weltraumexperten da draußen wissen vermutlich Bescheid. Oder einfach nur alle Leute, die damals die erste Pokémon-Generation gespielt haben. So, Nidoran. Doppelkick. Hau es weg. Immer schön ins Gesicht. Bam. Ja. Da kannst du mich noch so sehr tackeln. Da habe ich absolut kein Problem mit. Ba-ba-ba. Das ist sehr effektiv.
Ganz offensichtlich. Lappadab. Oh, Habitat erreicht Level 10. Wie schön. Ach, verflixt. Lichtjahre messen ja die Entfernung, nicht die Zeit. Richtig. Tja, da ist er schockiert. Zu Recht. Du bist ganz gut, aber nicht so gut wie Rocco. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird einfach, oder Bisasam? Das wird doch einfach, oder? Bisasam ist völlig gelassen. So lob ich mir meinen Bisasam. Alles klar. Hi, Rocco. Ah, ein neuer Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City. In meinen Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wider. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keiner Herausforderung zurück, selbst wenn seine Chancen auf einen Sieg schlecht stehen. Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Okay, nur eine Frage, Rocco. Warum sind deine Augen ständig geschlossen? Arenaleiter Rocco fordert dich heraus. Er hat zwei Pokémon. Und er fängt natürlich an mit Kleinstein. So, Nidoran. Okay. Nidoran, putz es weg. Oh, ist ein Level 11 Kleinstein. Ich starte mal mit dem Silberblick. So. Badau. Erstmal schön Verteidigung senken, ne? Genau. Du kannst jetzt zwar mit dem Tackle angreifen. Und Doppelkick hinterher. Ba-ba-ba. Na gut. Okay, zumindest Silberblick dürfte soweit geholfen haben, dass ich ihn jetzt tatsächlich auch in der nächsten Runde platt bekomme. Du. Aber ich fürchte, dass das nächste Pokémon eine Ecke zu groß sein könnte für Nidoran. Weshalb ich eventuell gleich wechseln werde. Lalala. Auch wenn das Level-Up jetzt bestimmt ganz schön ist und so, aber Nidoran, ich habe ein bisschen Angst um dich. Jetzt sei mir nicht böse. Nidoran versucht Hornattacke zu erlernen. Ja, gern doch. Hornattacke ist gut. Wir hauen dafür... Moment. Hornattacke, Stärke 65, Genauigkeit 100. Ja, wir hauen dafür den Schnabel weg. 1, 2 und schwupp. So haben wir zwar unsere Flugfähigkeit verlernt, aber Hornattacke ist einfach besser. So. Außerdem passt es auch mehr zu Nidoran. Arenaleiter Rocco setzt als nächstes Onyx ein. Pokémon wechseln. Gut. Bisasam, ich wähle dich. Du hast einfach den Typenvorteil. Tju. Los, Bisasam. Bisa. Onyx. Wow. Ich finde, es kommt richtig gut rüber, dass Onyx auch einfach jetzt ein bisschen größer und heftiger ist. So, Level 12. Das ist schwierig, eventuell. Erstmal Egelsamen. Oh, Kopfnuss. Bisasamen ist zurückgeschreckt. Oh, come on. Komm, Bisasamen. Da müssen wir jetzt durch. Das tust du mir jetzt nicht an, oder? Egelsamen. Flup. Onyx wurde bepflanzt. So lob ich mir das. Und ich bekomme... Egelsamen schadet Onyx. Wie viel bekomme ich zurück? 4 KP. Das ist nicht schlecht. Okay, gut. Und Rankenhieb hinterher. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich nicht zu oft zurückschrecke. Ja, genau. Das finde ich nämlich nicht so witzig. Lalala. Du. Aber da ich ja genug KP jetzt immer wieder zurückbekomme, ist das alles nicht so wild. Sagte er und war fast tot. Rankenhieb. So, sehr effektiv. Setzen die Trainer auch Items ein? Wenn ja, dann wird er Onyx jetzt bestimmt gleich heilen. Steinwurf. Na gut. Zumindest nicht zurückgeschreckt. Alles gut. Und tschüss, Onyx. Bam. Massive 134 Erfahrungspunkte. Level up.
Da, 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 da. Auch Erfahrungspunkte für alle anderen. Safcon Level 9. Offenbar habe ich dich unterschätzt. Offenbar, Rocco, aber mach dir nichts draus, das geht vielen so. La 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 la. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsorden. Yay, Pika? Wuhu! Du erhältst den Felsorden von Rocco. Mit dem Felsorden gehorchen dir alle per Tausch erhaltenen Pokémon bis Level 20. Und das hier ist auch noch für dich. Du erhältst TM01 Kopfnuss von Rocco. Du verstaust das Item. Mit einer TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle die darin enthaltene Attacke beibringen. Und du kannst TMs beliebig oft verwenden. TM01 enthält die Attacke Kopfnuss. Dabei fügt der Anwender dem Gegner mit seinem steinharten Kopf Schaden zu. Ja, finde ich jetzt trotzdem ein bisschen unpassend. Warum ist da unten links jetzt ein Pikachu, das ein Joy-Con hin und her wackelt? Das finde ich gerade süß, aber warum? Es gibt die verschiedensten Trainer auf der Welt. Manche bestreiten mit ihren Pokémon Kämpfe, andere möchten sie einfach nur aufziehen. Ich selbst bin ein Pokémon-Züchter, aber ich lege auch viel Wert auf Training. Wenn du stärker werden willst, solltest du auch anderen Arenen einen Besuch abstatten. Okay, mach ich, Rocco. Willst du mich nicht begleiten, so wie im Anime, und wir erleben haufenweise total tolle Abenteuer zusammen und werden die besten Freunde und so, und du wirst mich einige Staffeln lang begleiten und dann einige Staffeln auch wieder nicht mit dabei sein, nur um dann wiederzukommen? Hast du voll Bock drauf? Vielleicht auch nicht. Er wartet noch auf Ash Ketchum, der irgendwann kommt. Vielleicht nächstes Jahr. We did it, guys. Hey, du da. Hä? Du bist doch dieser Hering, oder? Was zum Geier? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Was? Das ist doch jetzt Gary, oder? Aber du, aber ich, aber wer ist Trizer und... Okay. Ja, genau. Woher weißt du das? Opa hat mir eben eine ziemlich gute Beschreibung von dir gegeben. Mein Name ist Blau. Das ist kein Name, das ist eine Farbe. Ja, okay, ich weiß. Das hat irgendwie was mit dem Manga zu tun und so. Alles richtig. Ja, nee, gut, okay, du bist also Blau. Sternhagel voll bist du, alles klar. Professor Eich ist mein Opa. Und er hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabastia zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da musste ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Tja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Arena-Leiter schon ganz allein besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. Du hältst 5 Superbälle von Blau. Danke. Die Dinger sind super. Die haben eine höhere Fangquote als normale Pokebälle. Aber mal was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat Opa es also wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumkritzeln müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich. Ciao! Man riecht sich? Man riecht sich. Wahrscheinlich hätte ich gedacht, das wäre cool, aber irgendwie bin ich massiv verwirrt. Okay, das ist interessant. Bisasam sieht sich freudestrahlend deinen neuen Orden an. Ja, ist schon geil. Wusstest du, dass Pipi... Okay, alles klar. Okay, dann ist das also so gemeint. Dann bin ich gar nicht Ash. Und Trizer ist gar nicht Gary. Sondern... Das sind eigenständige Charaktere, die weiterhin hier rumlaufen. Weil wenn es Blau gibt, dann wird es auch Rot geben. Das ist geil. Okay, ich bin begeistert. Cool! Endlich mehr oder weniger anständige Rivalen, super. Willkommen im Pokémon Center, sollen wir? Ja, wir sollen. Wir wollen. Bitte. Heile sie, Schwester Joy, heile sie. Sie sind total geschwächt und... Nein, eigentlich gar nicht. Ihnen geht's voll super. Dup, 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 dup. Ich hatte noch gar nicht Zeit, mich jetzt darüber zu beklagen und zu beschweren, dass die TM, die wir bekommen haben von Rocco, TM Kopfnuss,
dass es gar keine Gesteinsattacke ist. Aber hey, was soll's. Dafür ist es eine mega coole Attacke und ich habe sogar ein bisschen Bock, die gewissen Pokémon beizubringen. Vielleicht mache ich das auch gleich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch erst beim nächsten Mal, wenn es vielleicht weitergeht mit Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, für den Moment sage ich dann erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.